Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Days Gone. Okay, wir wollen also das Reservoir sprengen. Auf geht's. Nice rifle. Yeah, a present from Schizo. Scheiß Rifle ist das. Halte dich bitte nicht mit deiner Messerhand an mir fest, danke. That goddamn schizo. So what are we gonna do with the bastard? I mean, we're not letting Iron Mike put him on trial, are we? No, we're not. All right, so what's the plan? I know the area pretty well. Sarah, worked out of a lab south of Iron Butte Ranch. I used to ride out there, pick her up for lunch. Harder to ride on some of those back roads. Jesse, Carlos, whatever the hell he's calling himself, he's taken over the old golf course and resort. Just south of the lodge is the Crescent Lake Reservoir. Now we blow that dam, that lake's gonna flood down into the valley and it's gonna drown them all, like rats. Okay, but isn't the lodge up on a hill? Yeah, flood probably won't do much to it, but it'll do enough damage to the rest of the river compound to take out most of its men. And if Jesse survives, you won't see us coming. You got it. Now we just gotta figure out how to get into the Iron Butte Valley without being seen, yeah? I'll get us there. You just hang on. Oh, jetzt habe ich dafür noch nicht mal Munition für das Scheißding. Ja.
here. Following you. Wo bin ich jetzt eigentlich kartentechnisch? Ach, hier. Hier ist noch ein ganzes Stück, okay. Spannend. I'd take this bag of explosives down there and ask him if they didn't mind us, you know, boning the fuck up. Boozer. Look, you stay up here with Schizo's rifle and keep him off me while I set the charges. Oh, hold on. Look, I got this. Not much good in a firefight, but I can plant these charges. I've set demo charges before, Boozer, in Afghanistan. I know exactly where to put them. Good. Tell me where to go when I'm down there. You can miss. Yeah. Okay, I'm gonna be up in this tower. Should give me a good view of the entire dam. I'll wait here until you get up there. Ach, da. Where do I set the first charge? You see the second set of scaffolding on top of the dam? Yeah, I see it. Heading over. Oh fuck. Here, you got him. Yeah.
Sometimes I wish I had a blade hand. Don. Dick. I got him. Chill doch mal. Fourth charge. That's the last of them. Run, Boozer! I'm going as fast as I can. So, unless, wait a minute, was this already? Well, that never gets old, does it? Let's go find Jesse. Ja, aber funktioniert jetzt auch das Wasserkraftwerk noch? Oder ist das jetzt wieder so ein Ding, wo man sich dann wieder scheiße fühlen soll? Brother, you did a hell of a job back there. Yeah? Yeah, I thought I was done for a couple of times. Yeah, I'm sorry about that. What the hell are you talking about? This is the most alive I've felt since... shit. You remember when we got trapped by that horde in Tumalo? We ain't done yet. How many you think we killed? I don't know. They had it coming, right? Yeah, they had it coming. Guess we all did. Looks like we're going on foot from here. You want to stay? Keep any stray rippers from ripping off my bike? Yeah, I don't think we need to worry about that. Fuck that. This is on Jesse. You want some payback? I'll show him some fucking payback. Come on, let's head to the lodge. Like I said, behind you. Jesus. This must be what it looked like after Noah's flood. Came and washed away all the wicked. Yeah, except God had nothing to do with this one. Yeah. You get my point. Oh, shit. More rippers. How the hell did they survive? Oh, they didn't. They just don't know it yet. Dink! On left! On left! Yeah, I got this. Look out. We got a sniper.
Danke für den Tipp. Hey! Over here, you son of a bitch! Wir werden dein Maschinengewehr haben, muss ich sagen. So. Moment, wo war das Ausweichen nochmal? Zeig ich doch nochmal. Swap File Roll. Auf was zeigt das Roll? R1? Ja. My fuck it! Wo war jetzt noch die andere Munitionskiste? Da war noch eine irgendwo. Da. Ah, sehr gut. Irgendwas unterm Stein. Ja, sehr gut. Thank you.
Ah, sehr gut. Bounties. Jesse. These guys seem more jacked up than usual. Oh, yeah. Must have snorted up the rest of whatever the hell drug they take. So. Dann wollen wir mal. There's no way you're getting up there. Carol. Damn it. Here. Noel. I'll boost you up. Okay, listen. So what happened to me? There's a trail not far from here. No. Listen, that is not Carlos up there, okay? Not this founder. Rest in peace. It's fucking Jesse Williamson. Low-life piece of shit scumbag who got what was coming to him. All right. Now you fucking go up there and kill that son of a bitch. Ich hab wieder kein Zeug und bin mit Drogen voll und... Time to get low, brother! Time to get low! Taken Stinger, brought low by the lowly Jesse Williamson. Do you remember back in the day? Hätte ich jetzt irgendwas tun können? Der hat auf keine Eingabe reagiert. Weder auf ein Zuschlagen, noch auf ein Blocken, noch also hier ausweichen. Do you remember back in the day? You and Boozer held me down. Watch Jack burn the flesh from her back. Those memories kept me from being free. Ja, Dann nicht. Reagier doch mal. Gib mir Visual Cues. Sag mir, was ich tun soll. Dieses dumme Schätzen immer. Das geht mir so auf den Sack. Ja, bla bla blub, das ist mir so scheißegal, was du zu erzählen hast. Do you remember back in the day? Your boozer held me down. Watch it burn the flesh from her back. Those. Halt deinen Mund. Schön in die Leber. Da ist noch ein Fitzel übrig. Diesen Scheißdreck. Kopper. Yeah, me too.
Schau ihn dir an, den Stürzeunschnitt nicht. Mach den Kopf ganz ab. Sätze, die beim Let's Play fallen. Ist done. Ja. Warum kommst du wieder ohne Ausrüstung raus? Die wollen nicht, dass ich die Scheiße umgehe. It was good being on this shit again, you know. I gotta say, shoveling shit and pulling weeds. Maybe it isn't such a bad way to spend the day. Yeah. Jesse gone. How many do you think are left? People that we knew from before, I mean. No one. Who said there's no one left? Shit. Sorry. Yeah. Me too. Come on, let's get the fuck out of here. I know we haven't talked in a few years. As I disfigured with my Elizabeth being there with you and home, probably wasn't much point in me yammering away at you. With all hell breaking loose, I thought maybe you weren't there. You just didn't give a shit. I guess that's why I'm here. See, I still don't know. I hope you're there. Hope there's some reason for all this shit we're living through. That's all. We'll talk again some other time. Oh. Amen. Deke? yeah, Ricky told me that I could find you. Oh! It's just these knees of mine, you know. It's the reason I haven't been praying all these years. Yeah, I'm not a church-going type. After living through that shitstorm in Sherman's camp. And now, after all this, I just thought, you know, maybe now it's the time. I didn't have a choice. Oh, everybody's got a choice, Deke. Until they're dead. It's either us or them. It's always us or them. Always. You know the reason we're going to hell? Is we can't figure out that us is every goddamn soul that ain't walking around in shit-stained pants trying to eat us! All right, you know what? You may not like it, but the world is what it is. Yeah, it is. Praying ain't gonna change that. Wishing that it was something else ain't gonna make it that way, Mike. Wish it ain't got anything to do with it. We make the world
what it is. By what we do. All of us. I let him go. Skizzo. Ain't no way he was getting a fair trial. You let him go. Told him to ride out, not come back. Jesus Christ, I have any idea what the fuck you've done. Yeah. I stopped another killing. You know what? I guess I'm good with that. Schick. So, was haben wir denn jetzt noch? I remember. Was haben wir denn noch für Storylines? Bounty Hunter. Hot Springs Camp. Ambush Camp Humper. Humper, ja. Hunter. Wie ist denn das? Hot Springs, ja. Und das würde ich als nächstes tun, weil ich endlich die MG fürs Ding haben möchte. Fürs wie heißt's denn? Kasten, Waffenkasten in meiner Base. Gunlocker. Wenn dann das I Remember da oben sowieso auch noch das nächste ist. Jetzt startet hier schon die nächste Quest, wenn ich da hingehe, ne? Kann ich da dran rumsneaken? Deek. What's been keeping you away so long? Hey, Deek, hold on. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. The war on terror? Global warming? None of that matters now that we're in the shit. But it's all just part of the goddamn conspiracy. So listen up. The war on terror was just smoke and mirrors. Started by good old Uncle Sam, using war as an excuse to look for weapons of mass destruction that didn't exist. And global warming? Just a bunch of lying scientists, well in the pockets of those gunning to profit off of all the doom and gloom. When you think about it, all of this, just another way to build unrest in the people. If we're too busy arguing about polar ice caps and genetically altered food and jihad, then we're blind to what's really going on behind the curtain. Don't be fooled by all their misdirection, folks. Come on, they point one way, you look straight at them. This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. So your sage advice, Cope, is to assume that everyone's just lying their asses off. Is that about it? So, yeah, that is about it. That's pretty good advice. It's a little late, but it's good advice. Ich meine, ja. Loser. Das sind ein paar valide Punkte, in der Tat. Aber da ist jetzt auch nichts Überraschendes dran. Leute sind scheiße und gierig. Und wer das als Verschwörungstheorie abtut, der hat die Welt nicht verstanden. Leute sind scheiße und gierig. I heard you, but Jesse, all those rippers, maybe I've seen enough killing, you know? Like I said, being a farmer, it's so bad.
second one to tell me that. I gotta go. Deacon out. Damn. Wieso hast du meinen scheiß Motorrad umgeschmissen? Ich meine, das ist halt wirklich, das ist so eine der offensichtlichsten Erkenntnisse überhaupt. Ricky, yeah, nein, ich gehe gerade. Okay, I'll stop by. Deacon up. Ich gehe gerade. Nee, also eine der offensichtlichsten Erkenntnisse sind einfach, dass Menschen scheiße und gierig sind. Weil wenn es irgendjemanden, keine Ahnung, warum ginge, die Welt zu retten oder Menschen zu retten, dann würden sich jetzt nicht Gerichte damit beschäftigen, dass da Schmu bei den Impfverträgen passiert ist. Das heißt natürlich nicht, dass alles, was in den Nachrichten gesagt wird, permanent gelogen ist. Aber die größte Lüge ist, dass da nicht irgendjemand sitzt und auf Geld wartet. Egal was geschieht, irgendjemand will dran verdienen. Und jeder, der das irgendwie versucht wegzudiskutieren, ist einfach nur dumm. Und es geht auch nicht um irgendwelche Weltbeherrschungspläne. Vor allem, wenn du das Ziel dann immer wieder Leute sind, die halt effektiv die Welt schon beherrschen. Denn was mehr könnte eine Regierung wollen? Die regieren schon. Aber was sie wirklich mehr wollen, ist Geld. Die wollen Geld haben, wenn sie dann nicht mehr an der Regierung sind. Deswegen mauscheln sie, während sie an der Regierung sind. Und das ist nicht so schwer zu begreifen. Und das ist, da ist auch kein, da sind, da müssen die keine Echsenmenschen für sein. Das reicht, dass sie ganz normale Echsen sind. Freutscher. Das reicht, dass sie ganz normale Menschen sind, um zu wissen, dass die mauscheln und nur den eigenen Vorteil suchen. Und das kann man denen noch nicht mal vorwerfen, weil das ist halt so. Natürlich suchst du den eigenen Vorteil. Jedes Tier sucht immer das sicherste Nest. Und das ist doch logisch, dass man da überhaupt drüber diskutieren braucht. Das Einzige, was man machen muss, ist, sobald irgendjemand dadurch Schaden nimmt, entsprechend die Justiz bemühen. Und nicht für irgendwelchen Bullshit. Und das jetzt aktuell zum Beispiel ist hier wegen 100 Jahre Steamboat Willie frei geworden von Disney. Und jetzt müssen wieder jede Menge Gerichte sich damit beschäftigen, weil Disney einen aussichtslosen Kampf versucht, das doch noch schützen zu lassen. So, nein, wir haben das Gesetz, nach 100 Jahren ist es frei, halt dein Maul. Ja, der Charakter Mickey Mouse ist später noch benutzt worden, also ist der Charakter Mickey Mouse noch nicht frei. Aber dieses Design, dieser Film kann nicht mehr geschützt werden. Da braucht man nicht diskutieren, das ist so. Trotzdem sind jetzt die nächsten, was weiß ich, 2 Jahre mindestens wieder ein Dutzend Gerichte damit beschäftigt, sich mit diesem Scheiß auseinanderzusetzen, weil natürlich jetzt viele Leute damit Schindluder treiben wollen. Tja, ich glaube, wir bräuchten wirklich mal eine Zombie-Apokalypse, um die Leute einfach mal zu erden. Weil selbst eine Pandemie hat nicht gereicht, dass die Leute einfach mal anfangen zu denken. Motz, Beschwer. Ja, und was war hier überhaupt für ein Fragezeichen? Hier ist doch nix. Ist da jemand? Nein. This is Radio Free Oregon. Oh nee, halt dein Maul. Man kann nur so und so viel Bullshit ertragen. Fuck it. Ja, jetzt auch nicht mehr jaulen.
this. Squatters, whoa, what you guys looking for, huh? What? Keep on running around. Damn it, reload, reload! Mit der Wegsperre habt ihr euch sicher auch anders vorgestellt, wa? Noch Stuff. Hast du zufällig eine? Ja, Gas Can, sehr gut. Genau darauf habe ich spekuliert. Was ist das überhaupt für ein Weg? Ist hier hinten jetzt frei? Oh, guck mal. Das ist ja cool. Da brauche ich nicht immer komplett rum. Das ist ja echt nice. Sniper on the road. Oh, goddammit. Wo? Mein Motorrad wieder kaputt. Pflücken. Oh, da. Auch mal voll, genau. Aber hier noch ein Pilz. There we go. Aber jetzt gibt's noch, nach wie vor sind jetzt noch Ripper unterwegs. Das hatte ich jetzt gerade nämlich so ein bisschen befürchtet. Dass man quasi die Ripper-Encounter
durch die Mission jetzt deaktiviert hat, aber... Ich finde das immer ein bisschen schade, wenn storytechnisch weniger Gegner auf in der Open World sind. Oder insgesamt, wenn die Story die Open World beeinflusst, außer sie zu öffnen. Das finde ich zum Beispiel deswegen, ich kann Red Dead Redemption 2 nicht mehr spielen, weil ich finde die Story einfach so kacke. Also, sie ist gut geschrieben, sie ist emotional und alles, sie macht aber das komplette Ding kaputt, weil die Ereignisse der Story dafür sorgen, dass man einfach das, was wirklich am meisten Spaß gemacht hat, sich um das Camp zu kümmern, einfach obsolet wird. Was ich durchgemacht habe, um dieses Kackpferd am Leben zu halten, neu geladen habe, um das Pferd am Leben zu halten. Und dann auch wieder Story-Entscheidungen und so weiter. Also Red Dead Redemption 2, da haben sie einfach... Bunch of murderers and vagrants. We'll just as soon shoot you as look at you. Was ich sagen wollte, bei Red Dead Redemption 2 haben sie einfach eine grandiose Open World mit einer sehr guten Story kaputt gemacht. Den Multiplayer kannst du ja sowieso nicht spielen, weil da die Leute irgendwie der Meinung sind, das ist einfach bloß ein Third-Person Call of Duty. Das ist wie so Story. Ich schieße in die Stadt. Nee. Safe out here in the shit. I know where there's a camp. Camp? Yeah. Where? Show me. Where? I'll go. Peaceful Lake. Mark Copeland. It's safe there. Oh, man, I was done for. Holy shit. You know? Thank you so much, man. Tell him it was Deacon, Deacon St. John. Stay off the main roads, don't stop. Ein bisschen was hat der Mechaniker, glaube ich, noch im Store. Wo man den dritten Dings braucht für die dritte Trust Level. Das dritte Trust Level, wie auch immer. Die dritte Stufe, das dritte Level. Der Level? Das Level? Die Ebene, die Stufe. Aber es heißt nicht die Level. Der Level, der Lava-Level, der blöde Lava-Level, das blöde Lava-Level, das blöde Eis-Level. Der blöde Eislevel. Verdammt, das klingt beides einigermaßen richtig. Okay. Hat mich die Map wieder verarscht. Ja doch, da sind ganz, ganz viele Sachen zum Sammeln. Und sie sind weg. Ich sammle das alles jetzt bloß, dass wenn ich sowieso zu Tucker hochfahre, dass ich dann entsprechend auch wieder Trusts und Funds im Camp bekomme. Aber sobald ich mein Maschinengewehr habe, bin ich da raus.
Oh. Scrap. Der gute Scrap. Das gute Scrap. Ach, verdammt nochmal. Der gute Scrap, genau. Ach so, das ist hier ganz weit hinten. Ja, aber wenn ich schon mal da bin, dann sollte ich das auch gleich machen können. Alle hier. Whoa! Okay, der war nicht schlecht. Das muss ich neidlos anerkennen. Ich habe halt nicht genug Munition für solche Späße, ne? Das ist das Problem. Ich muss da mit voller Munition für... die... Hier genau. Für die Assault Rifle. Jesse, goddamn Williams. I'm sorry.
this is still all bullshit. Das ist doch mal nicht. Wo ist der letzte?
auf mir. Nein. Unter mir? Ja, gut. Is that it? Is that all you got? Yeah, that's what I thought. Next time you set up an ambush, don't pick on the wrong guy. All right, let's see if they got an underground bunker around here. Hier drin, hier drin. Down the hatch. Na, ist doch gut. Was ist das? A map? Notes? Yeah, okay. Superior Clock. Okay, yeah, okay. Gun Locker. Findet man. Ammofon, ja. Dachte ich mir, dass das Ammofon ist. Ich hab's ja kaum benutzt. Dann würde ich aber an der Stelle tatsächlich wieder die Folge beenden. Der Stream geht natürlich direkt weiter. Bis gleich.